Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück im Ruinenland von Super Mario Odyssey. Uns fehlt hier noch irgendwie ein Mond und was soll ich sagen? Ich habe ihn jetzt, glaube ich, letztes Mal relativ verzweifelt gesucht, hier unten, hier oben, keine Ahnung was. Und jetzt habe ich gerade im Treppe raufgehen, glaube ich, gesehen, wo er ist sogar. Er ist nämlich noch weiter oben, als ich gedacht habe. Ich habe ihn die ganze Zeit hier auf dem Boden oder sonst wo gesucht. Aber er scheint da oben drauf zu sein. Auf diesem Torbogen. Dann gucken wir doch mal, wie wir da jetzt hinkommen. Ach, es geht sogar. Relativ einfach, es reicht genau mit dem Rückwärtssalto oder wahrscheinlich mit dem Stampfattackensprung hätte es wahrscheinlich auch gereicht. Supi damit. Denke ich mal, haben wir hier alles fertig. Ups, sorry, falscher Knopf. Ja, er hat keine Hinweise mehr für uns und hier, wow. Und er und alle Monde sind erledigt. Von daher würde ich sagen, ach komm schon Mario, ist das Ruinenland mit das nächste, was wir hier fertig haben. Und das war der letzte fehlende Mond. 713. Dann würde ich mal sagen, weiter geht's. Und zwar in Bowsers Land. Das letzte. Naja, na gut, das Mondland ist ja auch noch ein offizielles Level. Das sind die beiden inoffiziellen oder die beiden erweiterten Level, je mehr man findet. Aber trotzdem, danach geht's ab zum Mond. Also das letzte Land auf der Erde quasi. Auch wenn es nicht das... Oh, sorry, falscher Knopf. Wenn es nicht das letzte Land vom regulären Spiel ist. Jo, Bowsers Heim wird nochmal spaßig hier. Dieses komische Level im Asia-Setting, aber sehr fein unterteilt, immer in einzelne Bauwerke. Der Mondquader leuchtet hier ebenfalls. Das sollten wir uns auf alle Fälle ansehen. Dann machen wir das doch mal als erstes, wie immer. Warum ist hier eine Röhre? War die schon immer hier? Kann ich mich an null dran erinnern. Wo kommen wir denn hier aus? Interessant, eine Abkürzung fast ans Ende des Levels. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie schon immer hier gewesen ist. Oder vielleicht hat es ja auch was damit zu tun, dass man den Level von der Story hier abgeschlossen hat. Aber war das Tor hier nicht mal offen gewesen? Bin ich jetzt total verwirrt? Doch, hier konnte ich doch durchrennen beim ersten Mal. Ich guck mal eben, ob ich den Mond hier mitgenommen habe, aber ich bin mir ziemlich sicher, ja, das hat sich bei mir irgendwie eingeprägt. Das war, glaube ich, der letzte Mond, den ich im ersten Durchgang hier geholt habe. Der war ziemlich ätzend gewesen. So, nichtsdestotrotz würde ich eigentlich gerne auf die andere Seite des Tors kommen. Warum ist denn dieses Tor zu? Das war es doch sonst auch nicht. Komm, wir fliegen mal hier rüber. Und gucken, ob wir zurückkommen, weil auf der anderen Seite des Tors, wenn ich da Sachen ausgelassen hätte, da muss ich doch irgendwie drankommen. Ist das tatsächlich der offizielle Weg? Oh, ich sehe schon, hä, da gibt es einen Hebel. Und jetzt geht das Tor auf. Das ist schon irgendwie ein bisschen seltsam, oder? Warum haben sie das denn gemacht? So. Mondliste. Ich will gerade mal gucken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diesen Mond hier unten mit dem Stapeln der Goombas schon habe. Ich würde dafür gerne mal sehen, wie dieser Mond da unten heißt. Goomba-Turm über der Mauer, ja. Also die Goombas stapeln mache ich jetzt nicht nochmal. Bin ich mir ziemlich sicher, genau, dass das hier dieser Mond ist. Goomba stapeln über der Mauer oder auf der Mauer. Nichtsdestotrotz möchte ich gerne nochmal auf die Mauer drauf. Oh, sorry, mal eine Sekunde. So.
Ich hatte irgendwie gestern an meinem Computer meinen Sound lauter gestellt und das war jetzt doch gerade irgendwie ziemlich laut auf den Ohren. Da musste ich mal kurz gegenregulieren. Gut, vielleicht haben sie es ja auch zugemacht, weil es hier einfach keine weiteren Monde oder Liedermünzen zu erkunden gibt. Das kann natürlich auch sein. Nichtsdestotrotz, sicher ist sicher und ich gucke lieber nochmal überall nach, weil ich ja auch nicht so ganz genau weiß, was ich beim ersten Mal alles berücksichtigt habe und was nicht an Monden und Münzen. Aber hier ist tatsächlich ziemlich wenig, muss ich mal sagen. Da hinten ist noch so ein Haufen Münzen, den nehme ich dann nochmal mit, aber ansonsten war hier tatsächlich nichts. Vielleicht haben sie auch deswegen das Tor zugemacht. Und dann sollte es wenigstens dran schreiben, hey, das Tor ist zu, weil hier gibt es nichts weiter zu holen. So, zack. Jetzt muss man tatsächlich mal gucken. Weil natürlich dieser Vogel einem hier ziemliche Bewegungsfreiheiten ermöglicht entlang der Mauer. Man kann sich hier einfach mal überall hoch plöcken. Und da muss man jetzt überall mal relativ sorgfältig gucken, wo hier eventuell noch lila Münzen oder sonst was drum hängen. Wow, falsche Richtung. Na, da ist doch zumindest mal ein Mond. Den ich anscheinend noch nicht berücksichtigt habe. Dann gehen wir uns den jetzt mal holen. Dann haben wir schon den ersten Mond hier hinter der großen Mauer. Boing. Du kannst mal gehen, Junge. So, da geht's auch noch weiter. Da sind noch lila Münzen. Die wollen wir uns natürlich auch nicht entgehen lassen. Aber ansonsten scheint es das hier auch gewesen zu sein. Ja, den Level finde ich so tatsächlich ganz gut, weil er ist schön abzuarbeiten. Einfach Bauwerk für Bauwerk mal gucken, detailliert in alle Richtungen. Da gibt es keine Sachen, die mich außer meiner Struktur bringen. Ne, das ist irgendwie komisch. Die meinen strukturellen Ablauf stören, sage ich mal. Ich renne ja eigentlich immer mit einem Plan durch jeden Level durch und irgendwie bringt der Level an sich dann meinen Plan doch durcheinander und ich mache da völlig andere Dinge, als wie ich sie eigentlich geplant hatte. Und das geht in diesem Level nicht ganz so leicht. Ich bin mir auch hier fast sicher, dass ich das gemacht habe. Ja. Heilung und Münzen. Ist natürlich okay. Gibt's hier keine Vögel, die ich mit an diese Mauer nehmen könnte? Ne, die Vögel waren ja da unten gewesen. Beziehungsweise da drüben. Also wenn hier keine rumschwirren, kann ich jetzt zumindest noch nichts machen. Zack. Auch noch ein Mond, den ich schon habe. Es könnte natürlich sein, dass da hinten jetzt noch Vögel kommen. Dann könnte ich den Weg in der Tat nochmal zurückgehen. Ansonsten bleibt hier noch zu gucken, was auf dem Dach ist. Wenn hier keine Vögel sind, kann ich die Mauer nicht durchsuchen oder absuchen. Weil ich kann ja ohne Vogel nicht mich an den Mauern entlang hangeln, was die Vögel ja durchaus können. Aber auf die Dächer hier komme ich natürlich trotzdem drauf und kann mal überall links und rechts gucken. Und da sind noch ein paar lila Münzen. So, trotzdem überall mal in den Abgrund gucken. Genau wegen solcher Dinge. Vielleicht kommt ja noch irgendwo ein Vogel, irgendwo auf einer Rückseite von der Mauer oder so. Da unten sieht es nämlich, da genau, ich wollte gerade sagen, da muss ein Vogel sein, weil eine dieser Metallösen, die normalerweise massiv sind, hat ein Loch drin. Da kann man mit dem Vogelschnabel auch reinpieksen. Ich glaube, bei unserem ersten Besuch hier im Level haben wir das ganz am Ende auch schon mal gemacht gehabt. Und auf alle schmutzigen Assoziationen zu diesem Thema möchte ich jetzt einfach mal verzichten.
Nehmen wir das Vögelchen und stecken mal unser Schnäbelchen da rein. Und gucken mal, was passiert. Na, daneben. So, es kommt ein Mond raus. Dankeschön. Mit dem Schnabel in der Gipswand. Gut, ja, jetzt kann ich mich natürlich hier trotzdem oder hier einmal komplett rumwursteln, wenn ich möchte. Nee, ganz so war es jetzt nicht gedacht. Ja. Boah, das war knapp gewesen. Ich hätte es fast in dieses Metallding hier reingehauen, dann wäre ich abgeprallt. Aber ich glaube, die ganzen Dinger hier sind massiv, richtig? Na gut, hier scheint dann gar nicht mal so viel zu sein insgesamt. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich wieder aufs Dach und auf die andere Seite da drauf? Ah, da komme ich wieder aufs Dach. Sehr gut. Gibt es hier noch irgendwas zu holen? Es sieht mir gerade nicht so aus. Dann hole ich mir jetzt die Lila Münzen da noch. Und dann können wir, glaube ich, auch schon wieder weitergehen. Oh, nee, das war so nicht gedacht. So. Damit hätten wir es. Ups. Entschuldigung, Vogel. So kaltblütig wollte ich dich jetzt eigentlich nicht opfern, aber es ist irgendwie passiert. So, da sind auf jeden Fall drei Lila Münzen, die wir schon haben. So. Zack, da sind auch Mondteile, die wir schon haben. Die Frage ist, muss ich hier noch irgendwas machen? Zack. Zack. Ich könnte auch aufs Dach drauf gehen, dann geht es wahrscheinlich ein bisschen schneller. Kommst du da mit deinem Schnabel dran? Oder muss ich meine Mütze rausholen? Ich glaube, ich muss meine Mütze rausholen, danke. Schon wieder ein paar lila Münzen. Die Frage ist, mache ich hier nochmal alle Blöcke kaputt? Habe ich das beim letzten Mal gemacht? Beziehungsweise beim ersten Mal? So. 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 Na, sowas nicht gedacht gewesen. Oh ne, sowas auch nicht gedacht gewesen. Na gut, einer. Einer ist schon mal besser als keiner. So. Und da waren auch noch welche, Mist. Na gut, ein Herz. Und da hinten ist ganz schön weit weg auch noch was. Aber das könnte durchaus der Pfad für den Gemäldegang sein. Den es wahrscheinlich auch in diesem Level irgendwo geben wird. So, hier unten kann ich nirgendwo dran, ist überall Metallwand. Da sieht es auch so aus. Ey! Moin! Ah ne, hier ist Dachkante. Oh. Ey Leute, mir fällt gerade ein. Ich habe den Mondquader gar nicht ausgelöst. Wo war der überhaupt? Naja, jetzt gehen wir erstmal hier runter. Oh Gott, ich kann gleich nochmal zum Levelanfang zurück. Da werden ja wahrscheinlich auch neue Monde erscheinen. Ich muss gleich mal auf die Levelkarte gucken, ob mir diese Mondquader irgendwo angezeigt werden. Oder dieser Mondquader. Hat schon was Meditatives, sich hier mit dem Vögelchen überall entlang zu hangeln. So. So, Leute. Wo habe ich den Mondquader denn jetzt? Oh, jetzt bin ich das Vögelchen eh los. Wo komme ich raus? Hier.
Ist das? Sammle weitere Monde. Oh Mann. Das Gute ist, die Mondquadermonde, die sind hier überall auf der Karte markiert. Das heißt, dann kann ich die jetzt gezielt abgrasen. Auf den Mauerabschnitten, wo ich schon war. So, da ist er auch. Oh Mann. Das ist der erste Level und wahrscheinlich auch der einzige. Naja, die Mondlevel kommen ja auch noch. Wo der Quader nicht direkt am Start platziert ist, ne? Deswegen, durch meine Rumreiserei und das Öffnen des Tores, habe ich den jetzt irgendwie aus dem Auge verloren gehabt. Jo. Dann gibt's jetzt tatsächlich noch was zu holen hier am Anfang. Da nicht. Beziehungsweise ein X hängt da mitten in der Luft rum. Da muss ich auch nochmal gucken. So, irgendwo da oben. Ja, da sieht man es auch. Ach, da ist ein Vögelchen, was ich fangen muss, glaube ich. Oh Gott. Wenigstens ist das Tor offen geblieben. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie gewöhnt, immer diesen Rückwärtssalto zu machen. Aber so könnte es eigentlich fast schneller und bequemer sein, weil man sich nicht erst positionieren muss. Wenn man natürlich nicht gerade unter dem Dach steht. So. Dann schauen wir mal, ob wir dieses Vögelchen kriegen. Nein. Oh Gott, das ist das Gleiche. Das hatten wir schon mal im verlorenen Land, glaube ich. Jetzt kann man erstmal da warten, bis es komplett weggeflogen ist. Und dann spawnt es irgendwann neu und dann haben wir einen neuen Versuch. Ich könnte auch einfach mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ungefähr 6 hier Dachpfannen Abstand überwindet der Hut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, vielleicht noch ein bisschen mehr. Da höre ich es wieder. Vielleicht kann ich mich dem Soma nähern. Vielleicht muss ich ja gar nicht rennen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, bis hierhin kann ich ungefähr gehen zu Fuß. Genau, und dann geht's auch. Okay, super easy. Man muss gar nicht rennen. Man muss nur wissen, wie weit der Hut fliegt. Es piept in Bowsers Festung. So, jetzt gehen wir mal hier rüber. Und dann gucken wir mal, dann fliegen wir jetzt mal quasi manuell zur nächsten Plattform, weil mitten auf dem Weg scheint mir noch ein Mond markiert zu sein. Ach so, die brauche ich ja. Weg mit dir. Und wir gehen mal hier hoch. Ach ja, okay. Ich weiß noch nicht mehr so ganz genau wie. Muss ich meinen Controller schütteln an der Stelle? Ja. Das ist irgendwie ein schöner und cooler Mond gewesen. So, jetzt sind wir auch schon eigentlich wieder da. Das stimmt gar nicht, wir sind noch eins weiter geflogen gewesen. Das heißt, hier muss ich jetzt auch nur die beiden Mondmonde holen. Mondquadermonde. Der scheint mir entweder an der Außenmauer oder auf dem Dach zu sein und der bei dem Vögelchen. Dann schauen wir jetzt mal, dass wir erstmal wieder da hinkommen. Ach, schon wieder den Handstand, den Rückwärtssalto Hochsprung gemacht. Ich wollte mir den doch eigentlich mal abgewöhnen, weil der eigentlich, dieser hier, cooler ist. Ah ja, da muss ich auch wieder mit dem Vögelchen reinpieksen. Da muss ich mir erstmal das Vögelchen holen, das trifft sich gut. Da muss ich hier eh hin, weil da auch noch irgendwo ein Mond zu sein scheint. Und zwar ein Notenmond. Und ich würde meinen Arsch drauf verwetten, dass diese Noten sich an der Wand entlang hangeln. Dass ich da auch das Vögelchen für brauche. Sag ich doch. Ich habe nur die andere Wand erwartet. Oh, knapp war's. Aber es hat gepasst. Boing, Notenjagd die Mauer entlang. Sehr schön. Und dann können wir jetzt nochmal in dieses andere Loch da reinpieksen. Und dann sind wir ja auch erstmal wieder fertig. Ich habe mich schon gewundert, warum hier so wenig neue Monde sind. Oder überhaupt so wenig Monde in den Passagen. Weil ich ja so gründlich hier, glaube ich, beim ersten Durchgang auch gar nicht gewesen bin. Nein. Vögelchen.
Es ist nicht so einfach, genau in dieses Loch reinzukommen, wie man das so möchte. Och, Vögelchen. Nein! Ich hab genau vor die Umrandung gehauen. Oh Mann, echt, ey. Wo bin ich denn jetzt hier? Nee. Warum bin ich denn hier? Ich kann doch einfach hier rüberfliegen. So. Aua. So, das heißt... Ja. Wir gehen erstmal wieder das Vögelchen holen. Ach, komm schon. Marios Schuhe machen auch irgendwie lustige Geräusche auf dem Dach hier, muss ich sagen. Wow, jetzt wäre ich fast runtergeflogen. So, Vögelchen. Komm und tanz mit mir. Und zwar diesmal hoffentlich richtig. So. Boah, jetzt fängt das schon wieder an. Ich kriege einen Anfall. Ah, jetzt muss ich aber nur noch gerade. Oh, Gott sei Dank. Das war auch Zeit. Ey, wo willst du hin? Mond. Bitte nicht so weit weg. Oh Gott. Sekunde. Dieser Android Assistant, ja, der regelmäßig meint, ich rede mit ihm. Beziehungsweise Google Assistant heißt er, ja. So, danke Vögelchen. Das war's schon. Sei froh, dass ich dich nicht so in den Abgrund stürze wie deine letzte Ausgeburt. Ah, was sehe ich denn da? Ein neuer Mond. Die Frage ist nur, wie komme ich denn da jetzt dran? Brauche ich da die Vögel für? Ach so, ach so. Sonnenkonstruktion ist das. Ach so, So, und jetzt muss ich meinen Hut wieder an dieses Ding da unten dran schmeißen, oder? Nein! Ah, ich hätte springen müssen. Man kann es nicht, während er an der Wand glitscht oder gleitet. Das hätte mir auch jemand vorher sagen können. Oh Mann. Und ich muss es natürlich normal machen. Der Stern oder der Schlüssel ist nicht geblieben. So, aber jetzt ist es ja kein Thema. So, geht doch. Steinmann-Stromkreis. Ah ne, das ist dann genau die Passage gewesen, die ich abgesucht habe zuletzt, ne? Genau. Dann? Ah ja, richtig, ich erinnere mich. Ich bin da hinten mit dem Vögelchen unten rum und dann in die Röhre rein, hab da auch noch einen Mond geholt. Das können wir uns jetzt natürlich sparen, sondern hier einfach mal direkt auf den regulären Faden weiter gucken. Ah, ich meine, das hätte ich auch alles schon gemacht. Hier hinter jeden Klotz geschaut. Ah, noch ein. Ja,
So. Nö, hier ist ja gar nicht. Ach, da ist ja noch einer, aber ich denke mal. Ich glaube nicht, dass da noch was hinter sein wird. Oh! Vielleicht habe ich falsch gedacht. Habe ich falsch gedacht, okay. Hat sich das ja noch gelohnt. Schnabel in die Wand. Noch einen Mond mitgenommen. So, aber ich vermute mal, hier bin ich schon überall gewesen. Und da es hier keine weiteren X'e gibt auf der Karte, also Monde aus dem Mondcube. Genau, da unten war ich schon. Muss ich hier eigentlich auch nicht mehr gucken, aber... Sicher ist sicher. Nein! Falsch geschnabelt. Aber ich glaube, die Seitenansicht von der Wand, die hatte ich vorhin auch schon gesehen, als ich da um die Ecke gelugt hat. Von daher werde ich mir das jetzt sparen. Um da nochmal zu schauen. Im Fall der Fälle wird es mir der Tod nochmal irgendwann sagen, dass ich hier was übersehen habe. Sollte das der Fall sein? Was ich allerdings nicht glaube. Da oben sind noch lila Münzen. Also auf dieses Dach muss ich noch drauf. Okay. Ich wollte gerade sagen, warum leuchtet diese Box da so? Aber da war eins der fünf Mondteile drin. Die Mondteile waren schon durchsichtig. Das heißt, die habe ich auf jeden Fall schon gesammelt. So, oder sieht man auch auf den anderen Dächern, dass ich da anscheinend nichts übersehen habe. Da sehe ich schon einen Mond auf dem anderen Dach. Das heißt, den Vogel nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit. Bevor wir uns hier rüberflitschen. Hier komme ich nirgendwo rauf, weil die Wände alle aus Metall sind. Komme ich denn... Hier sind sie auch alle aus Metall. Okay, tschüss Vögelchen, brauche ich dich hier nicht. Reicht das tatsächlich? Ach so, so reicht es auf jeden Fall. Ja, man muss schon ein bisschen... Von den, also die ganzen Jumps, die muss man auf jeden Fall mittlerweile rauf haben. Zumindest die normalen Jumps. Zwar schon irgendwie Trick-Jumps, aber noch nichts, was irgendwie in die Glitch- oder Bug- oder sonst was Trickkiste greift. Gut, dann. Souvenirshop. Hier ist also Prinzessin Peach hat ein Asia-Kleidchen an. Sehr schick, mit Feuerblumen drauf. Bowsers Festung, ich glaube, ich bin heute zum ersten Mal aus freien Stücken hier. Diese Festung ist atemberaubend, egal was für eine Geschichte sie hat. Sieh nur, ein Mond ist vom Himmel gefallen, nimm ihn nur mit. Machen wir gerne. Ein Dankeschön für diesen Mond. Mir scheint, als hätte ich alle Länder dieser Welt bereist. Oh, aber gibt es nicht auch außerirdische Territorien? Ja, gibt es. Wir sehen uns dann wohl auf dem Mond wieder. Gut, da oben bin ich schon gewesen. Das mit den Statuen hier habe ich auch gemacht. Bin mir nicht ganz sicher, war ich hier drin? Ich glaube, oder? Samurai-Anzug hatte ich mir geholt. Wenn du sehen willst, was da drin abgeht, musst du dich schon mit mehr Hingabe deinen Klamotten widmen, mein Freund. Du siehst nicht gerade wie ein Samurai aus. Dann ändern wir das mal, aber ich meine, das hätte ich gemacht, oder? Ja, das Samurai-Kostüm ist auch ausverkauft. Von daher würde ich sagen, das habe ich schon gemacht. Und dann fehlt es jetzt nur noch am Karate-Kostüm. Aber die lila Münzen, dafür muss ich noch auftreiben. Aber ich bin mal zuversichtlich, dass wir das hinbekommen. So, einmal hier, einmal hier. Tada! Achso, ich muss ihn ja erst anreden. So. Muss ich hier wieder tanzen? Mir scheint, als gäbe es hier gar nichts weiter für uns zu tun. Achso, ja, dann ist das der sichere Hinweis, dass wir das alles gemacht haben.
Und wie gesagt, die Statuen hier hin und her geschoben hatte ich auch. Da glaube ich auch nicht, dass es hier noch großartig was zu tun gibt. Das prüfen wir jetzt einfach mal und dann können wir uns in der nächsten Folge auf jeden Fall den nächsten Gebäudeteilen widmen da oben. Dem größten von allen. So. Ja, dann nehmen wir die Statue auch nochmal mit. Hier ging es nämlich abwärts. Ja. Und hier gab es dann nur einen weiteren Mond. Das haben wir auch schon gemacht. Oben auf dem Haus bin ich auch schon drauf gewesen. Dann vermute ich mal, ist hier auf der Insel auch nicht mehr viel zu holen. Dann gehen wir dieses Thema da oben beim nächsten Mal an. Ach, da fliegt auch noch ein Taxi rum. Interessant. Wo ist denn der Ausguckpunkt? Da muss ich mir auf jeden Fall merken, wenn ich dem über den Weg laufe, dass ich mir dieses Taxi da oben genauer angucke. Da springt ja meistens auch noch ein Mond raus. Aber wie gesagt, das dann beim nächsten Mal. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.